Sehr gut, sehr gut. So, der nächste Gurkenstaat. Was machen wir denn dahin? Das ist doch gar nicht mal so schlecht, oder? Du Sack! Okay, das ist doof. Hey, die Decke muss anders werden. Oder was meint ihr? Doch gar nicht mal schlecht. Bisschen Natur in diesen künstlichen Garten bringen. Naja, ich muss die Träger gleich. Rohre neu abbinden, markieren, malen, bemalen, texturieren, whatever. Ja, schon als Kind beim Ausmalen nicht besonders gut, ich muss mich super konzentrieren. Ja. Solange du dir dabei nicht immer auf der Zunge gebissen hast. Löscht. Okay, was machen wir an der Decke? Die da? Geht so. Nur noch die Tomatensamen eben schnell holen und verteilen. Wachsen die auch direkt an. Ich will doch erst die Ziffern malen nach Zahlen. Was das hinkriegt? Ja, ich habe einen Bambi gemalt früher. In Ölfarben. Ein Bimbe. Jep. War eigentlich ganz einfach, ne? War ein Schnitzel mit Kartoffeln. War jetzt makaber. So, reicht erstmal. Wollen wir uns nicht übertreiben mit der Kreativität, ne? Sonst explodiert noch mein Kopf. Heutzutage, wenn die Kinder, ne, im Kindergarten, ja, was habt ihr am Wochenende gemacht? Ich hab den Film Bambi geguckt. Dann rast die Kindergärtnerin aus. Was? Diesen Horrorfilm? Horrorfilm? Ja. Kannst ja heute kaum noch offen sagen, dass du gerne Fleisch isst. Ah, vegetarisch, besser ist das. Naja. Erzählt, was wir mit dem Großen damals im Kindergarten hatten. Eine musste ihren Job aufgeben. Die war ein bisschen zu versessen. Sonst sind das ja super. Ne? Die haben Nerven wie Drahtseile. Aber manche sind dann. Aber das hast du ja überall. Du willst keinen damit über den Kamm scheren. Tomato. Kommst du mit mir mit? Guck mal, haben wir da auch noch andere Dinger? Nein, da. Eierblume, ja, die bringt jetzt auch nichts. Aber könnten doch ein paar blaue Paprikas machen. Wir wollen nur schnell an Stuff kommen. Für Langzeit ist ja das alte hier. Das ist jetzt die Erweiterung, weil wegen Fix muss gehen.
Don Tomato. Hoffentlich greifen die uns nicht an, während wir weg sind. Greifen die Tomaten noch zu den Waffen und so. Kann passieren. Da. Okay. Ist ja immer noch nicht gewachsen, der Kürbis. Nope. Hast du ihn kaputt gemacht? Nope. Ach komm, hör auf. Du hast da drauf gepieselt. Wir haben keinen Sauerstoff in der Hütte. Was? Ja. Ich renne hier ohne Mütze rum. Wir haben Sauerstoff auf dem Planeten, aber nicht in unserem Garten. Und da ist er wieder weg. Wachsen. Wir haben irgendwo ein Loch. Oder zu wenig im Tank. Ich vermute zu wenig im Tank. Natürlich, die Tanks sind auch zu wenig. Das Volumen des Gartens ist jetzt größer geworden. 13% im Tank. O2 hießen die Dinger. So, O2. 1, 2. Jetzt wird Zeit. Jetzt brauche ich ein Zigarettchen. Was? Schon wieder 2 Stunden 45? Wo ist denn die Zeit hin? Hab doch eben erst Hallo gesagt. Mami, was machst du mit mir? Bin schon. Noch gar nichts. Bin schon verwirrt genug in meinem Alter. Jetzt sowas hier noch. Ja, ja. Gut, okay, klar. Ich meine, du bist deutlich älter, aber das ist eine ganz andere. Ach, halt Schnabel. Aber das ist doch wahr. Schon wieder verstrahlt. Also verstrahlt bin ich immer, aber jetzt habe ich hier im Geben eine Strahlenvergiftung. Doch mache ich. Punkt 1, ich bin der Meinung, zumindest war es vorher immer so, die Pflanzen wachsen deutlich schneller. Und Punkt 2 ist, wenn ich hier die Wand aufmachen würde, jetzt hier noch rein, das hatten wir nämlich hier schon in diesem Spielstand, beim, glaub, vorgestern, wo wir gespielt haben, radioaktiver Nebel und bei uns ist alles kaputt gegangen, also muss ich das extern Dings da lösen. Und was wir noch nie gehabt haben, ist ein Problem, wenn wir den Garten so gehabt haben, wie er jetzt ist, mit eigener Sauerstoffversorgung. Außerdem bin ich der Meinung, die Pflanzen wachsen schneller. Sollte man eigentlich nicht brauchen. Ja, ich glaube, nur die Wände reichen schon irgendwie so. Aber wir machen es immer mit Sauerstoff. Dann wollen wir mal gucken, wie schnell jetzt gleich die Pflanzen wachsen. Ja, du hast ja überall halbe Wände. Ja, genau. Aber weiter hinten habe ich keine halben Wände. Hier sind auch halbe Wände. Weiter hinten, andere Ende. Du ich sehen. Will den Garten, den die Küche hier hinstellen. Ja, habe ich doch hier rechts schon volle Wände gebaut. Hier. Ja, nur die Seite hier nicht. Ja. Der Meinung, es wächst sogar schneller. Werden wir ja gleich mal sehen. Ja, du verbrauchst halt keinen Sauerstoff, ne? Das ist also echt kein Problem, nur beim Erststart. Und du siehst halt sofort, ob du ein Problem hast. Wir machen es halt immer. Wir sind alt. Wir ändern nichts. Ich glaube, das ist, weil ich früher am Anfang, glaube ich, Ningus oder sowas irgendwo immer gestartet habe, wo du Sauerstoff brauchst.
da hat sich das einfach in mich festgefressen. Ich denke eher, daher kommt das. Ja, wir sollten hier so einen kleinen Bodengleiter mal parken, damit man einfacher durch den Garten kommt, mit dem Kühlschrank drauf. Das ist sowieso die Idee, so ein Kühlschrankding mal wieder zu machen. Weißt du, was ich meine? Hier so ein Kühlschrankauto. Eigene Stromversorgung. Mhm. Bodengleiter mit vielen Tanks, den du in den Bodenblock versenkst, wo die Kühlis drauf waren. Dann soll da die Basisstrom ausfallen. Ich hätte vielleicht vorher pinseln sollen, bevor ich die Rohre mache. Immer noch beeindrucken, wie gut das Farbtool und das Texturtool auf die Entfernung funktioniert. Können sich so viele andere Spieler eine echte Riesenscheibe abschneiden. Gefahrenpotenzial entdeckt. Was denen noch fehlt, ist hier mir anzeigen, wie der Block heißt, der da gerade verbaut ist, den man anguckt. Das fehlt. Und einfach so eine Textur, einfach irgendwie, weiß ich nicht, Shift oder mittlere Maus. Ach, guck mal. Mit der mittleren Maustaste kannst du die Slotleiste ausblenden. Mhm. Und dann die Textur einfach kopieren, damit man sich da nicht durchwühlen muss. Quality of Life, das ist so ein bisschen, ne? Oder auch ein Block. Angucken irgendwas und dann hast du diesen Block, diese Blockform in der Hand. Manchmal suchst du dir einen Wolf. Die haben wir genommen, ne? Ne, die großen Backer genommen. Die auch nicht. Ne, die Blockqualitätsstufe, ja, aber nicht mehr welche Form und so. Aber können wir gleich gerne mal gucken. Da haben wir da ja was übersehen. Überträgst du doch nach draußen. Sollte wieder weg sein.
Okay. War immer ein bisschen kritisch, aber das geht jetzt richtig gut. Jupp, ich hatte ja weg, außer hinten. Okay, so weit, so gut. Na, war ja klar, ich wird wieder gekleckert. Kannst du den hier mal denn wieder grün machen? Den möchtest du denn grün haben? Ja, da sind die Samen und das alle drin. Danke. Welches grün willst du denn? Das Dunkle war gut. Okay. Nur damit du das auseinanderhalten kannst. Gelbe so. Für Futter. Ja. Der Futterkonstruktor und Rot für Medis vielleicht. Nö, wie ich sagte, nur die Blockklasse. Stahlblock S, Lebenspunkte, Ende. Nicht welche Form und so das ist. Das fehlt so. Man sich halt wirklich manchmal einen echten Wolf. Ach schön, hat gut Fleischdosen gegeben. Halleluja. Ja, bloß noch keinen. Setzt alles gerade an. Wir haben jetzt alle drei Wachstumsarten. 50, 80 und 145 Minuten. Der Kürbis so lange braucht. Meine auch, die Wachszeiten haben sie massiv hochgezogen. Ja, ging mal schneller. Meine ich auch. Mikrofonverprügelung. Ich hab's bloß weggeschoben. Was bist du denn? Wo hab ich dich an? Kaffee. Kaffeepflanzensetzling? Ich hab den rausgerissen. Oh jo, wie das denn? Doch gar nicht das Multitool in den Finger. Ich hab alles so, wie es da ist, auf den Tisch mal genommen. Ich hab den abgerissen. Ach so. Hatte den in der Dash. So, die machen wir mal rot. Das da grün für Garten. Genau. Ja. Und nehmen direkt. Hä? Ja, ja. Oh. Das ist dasselbe mit Timmy und so, ne? Ne. Ah, wird doch langsam. Damit man es gar nicht vergisst. Hast du jetzt hier so ein radioaktiven Ding drauf? Ja. Jetzt nur die Grundtextur beibehalten können. Ich weiß, aber ich hab's extra in Rot gemacht. Nein, das meine ich nicht. Ach so, okay. Alles klar. Okay, ja, ist recht. Ja, Mann. Weil dann ist es nur weiß. Das Bild selber kannst du nicht einfärben, nur den Hintergrund. Ja, 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 das sind auch noch so Kleinigkeiten, die noch echt nett wären, ne? So. Macht der noch, was wir wollen? Nee, der macht keine Fusenzellen mehr. Weil kein Prometheum mehr da ist. 320 Fusionszellen aktuell, das ist nicht viel. Wir brauchen Promme. Das
So, mit zum Schuh draus. Mann, Asteroid. Ja, ich glaube auch. Hier auf dem Planeten haben wir. Ah, nee, oben. Warte mal. Im aktuellen Zustand haben wir für 593 Stunden Strom. Ich kann nur leider nicht alle Geräte hochfahren, um zu gucken, wie viel Strom wir dann brauchen. Aber wir können mal nach dem TP schauen. Oh, 24 Stunden, sobald der TP an ist. 308 ohne TP. Ja gut, die Konstruktoren, die schwenken da immer ein bisschen rein. Ich hab dir mal drei Lager in unmittelbarer Nähe da oben am Pol geschickt. Da können wir gleich hin mit die Mini-Huber. Musst du bloß auf deinen Hut übernehmen. Ansonsten oben auf dem... Bin gerade am überlegen mit dem Kühlschrank. Ich habe keine Lust, wieder alles Futter zu verlieren. Ich baue einen Kühlschrank, WG. Brauchst du doch bloß das kleine Ding, was du sowieso in der Hosentasche mal hast. Ich mache einen Starterblock, den setze ich dann hier irgendwo hin. Und dann machen wir uns wieder einen Kühlschrank, WG. Das ist sicherer. Oder? Ja, bevor wir wieder alles an Futter verlieren. Außerdem nimmt das Ding dann weniger Platz im Garten weg. Das ist mir zu gefährlich. Ich hüppel mal kurz auf den Balkon und den Jägbrummer holen. Gleich oder, wieder da. Ja, oder ein KR, dann können wir es auch noch besser verladen. Habe ich meinen Schrank-BP noch? Wir haben am schnellsten umgebaut. Schauen wir eben im Workshop vorbei. Ist der sicherste Lagerort, wenn man das Spiel deinstalliert. Nicht schlimm. Die Explosivblöcke aus dem PvP. Das ist jetzt nicht so schlimm. Es geht nur darum, die Basis, die kann innerhalb von einem Tag auf den anderen leer sein. Den bräuchte ich eigentlich auch wieder. Jährlichen PC neu aufsetzen und so, dann verliere ich ja immer alles. Deswegen habe ich mir angewohnt, die Dinger einfach hochzuknallen. Brauchen wir auch wieder, wenn die Grills wirklich so hart sind. Konstruktoranlage, die brauchen wir nicht. Ja, du hast mit dem Verladen tatsächlich einfacher. Okay. Aktualisiert ihr die nicht mehr, Insta? Wäre jetzt sau doof. Egal, dann baue ich jetzt erstmal was. Ja, anscheinend nicht. Okay. Dann halt nicht. Bleiben wir erstmal bei dem BG, den ich gerade. Bei dem ich denn hingeleitet. Ja, das ist so ätzend. Was ist denn da los? Hat er aber schon früher gehabt. Wo schickt der denn hin? In den Inn. Okay. Hä? Ich gar nichts mehr mit. Was ist denn der Starterblock? Doch, der ist hier gelandet. Aber er soll nicht in den Inn, der soll in den Out. Was ist da los? Eben nicht umgestellt wahrscheinlich. Okay. Oder Out ist voll. Nö. Okay.
Hoffentlich spackt das jetzt nicht wieder rum. Das kann man nämlich wohl seit neuestem auch nicht mehr. Wo habe ich jetzt die neuen Kerne her? Hä? Ach, egal. BG. Müsste eigentlich der Kleine tun. Tanks. Die erstmal zum Bewegen. Augen Cockpit. Treibstofftank. Okay, und ein paar Blöcke haben wir, glaube ich, noch. Bei mir funktioniert die meisten Blueprints nicht mehr, zu alt und damit ungültige Blöcke. Gott sei Dank sind das nur zum Großteil rudimentäre Bauen. Den Panzer habe ich jetzt nicht geholt, aber der Rest ist nur so rudimentär ein Schrank. Der besteht nur aus Blocken, Lagerkisten und dann das, was sich nicht wirklich geändert hat. Blöcken, Lagerkiste, Generator, Energietank und einen Cockpitsitz. Das sollte eigentlich noch funktionieren. Gehe ich jetzt von aus. Bei den großen Raumschiffen und dem Panzer werde ich auch Probleme kriegen. Eventuell auch beim Verteidigungsblock. Müssen wir mal gucken. Brauchen wir noch die Kühlschränke. Dann haben wir ein System, was in sich selbst verarbeitet, funktioniert. Wir können raus, den brauche ich. HCS verzichtig. Ja, ne? Eigentlich schon. Die Schränke hier vorne, ja. Die gehen wir einfach beim Kern. Eigentlich schon die Grundfläche viel zu groß. Die Schränke hatte ich gemacht. Irgendwas wollte ich jetzt noch, keine Ahnung. Sollten wieder in den Zerlegomaten. Okay. Sterber. Ja, aber wir verladen sowas auch manchmal und verlegen unseren Platz. Und dann brauchst du Docking Places und sowas alles. Das ist schon okay, wir machen vorne einen schönen Sockel dran, dann sieht das auch so ein bisschen aus wie so ein Schrank. Aber ja, im Prinzip, klar, könnte man auf die Bodenplatte verzichten, stimmt schon. Natürlich völlig überdimensioniert mit so viel Kühlschränken, aber das ist ja gar nicht so schlimm. Ich habe wieder völlig zu groß gedacht. Ich habe wieder an den Lagerschrank gedacht. Wir haben gerne ein mobiles Lager gehabt und Ressourcen. Das Grosium, Irrestrum, alles in einzelnen Kisten. Und die konntest du dann super einfach verladen. Ja, reicht doch. 3x3 wäre, glaube ich, ein Block.
Ob der mit den Billig-Pedals überhaupt sich bewegt, ist eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, ich habe das Falsche genommen, ne? Ne, ist das Richtige. Der hat gar keinen Sitz. Ja, das KR hat ja nur einen Sitz, stimmt. Ja, genau. 3x3. Perfekt. Das kannst du auch nicht mehr mit Shift übertragen. Ist auch ein bisschen schade. Auch geil, ja, das BB, dass so ein Gerät erstmal grundsätzlich auf Private steht, ist mega. Ja, klar, uns nervt das, aber es ist vom Grundsatz her ist das perfekt. Da könnte man die Kühlschränke einzeln inaktiv schalten. Weil so viele brauchen wir nicht. Ich markiere dann auch die inaktiven gleich rot. Stunden, also ist da dort gebracht. Ja. Ja, aber so vom Prinzip her Multiplay. Größere Clans oder sowas, ne? Mein Schiff, mein Loot und so. Und das ist dann einfach... Ich finde es mega gut vom Grundsatz her, dass erstmal auf Privat steht. Du musst es erlauben, um es freizuschalten. Aber das könnte man vielleicht in persönlichen Einstellungen unter Diverses festlegen. Neue Grids, Privat oder Fraktion. 150 Stunden, das ist doch mal was. Und da du mir da gerade so einen Anhalt gegeben hast, krieg sogar noch zwei Tanks rein. Wir haben ja keinen PvP-Planeten ausgewählt, also gibt es auch keinen Kollisionsschaden. Ich weiß, du kannst auch mal ruhig was härter aufsetzen. Wir da auch noch mal ein bisschen was an Zeit gewonnen haben. Ja, 180 Stunden, das reicht erstmal. Oh. Irgendwas vergessen? Abheben tut das Müpet nicht. Ratter, ratter, ups, boom, ja. Okay, ist also definitiv zu schwer, um damit so bewegt zu werden. Was hast du, Andi? Ich stehe wieder mitten in der Luft und kann mich nicht bewegen. Was war es nochmal beim letzten Mal? Auslocken, wieder einloggen. Nee, RCS waren aus. Oder aussteigen, gucken, ob du dich als Schar bewegen kannst. Wenn ja, sind es wieder die... Ich kann mich bewegen. Gut, dann ist es wieder RCS. In welchem Schiff sitzt du denn? Warum geht das immer aus? Weiß ich nicht. Ich kann mich aber trotzdem nicht bewegen. In welchem Schiff sitzt du? In dem kleinen grauen. Wie heißt es? Andis Rollator, süße Versuchung, Damage UAC. Ich kann nicht auf die Karte zugreifen, du bist viel zu weit weg. Das, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Schalt's komplett aus, aber ich würde das Schiff wegreißen. Ich glaube, das ist nicht dafür gedacht, weil das hast du nur mit dem Schiff das Problem. Und auch die RCS, die du da ausgebaut hast, die Damage RCS lassen sich auch nicht zerlegen. Ich glaube, das Schiff ist nicht dafür gedacht, für das, was du damit machst. Inaktiv.
eben für die richtige Schwebesysteme bauen. Und kleine Triebwerke. Ich hab das hier stehen. Ist nicht dafür gedacht, muss es wegschmeißen. Ist nicht dafür gedacht, damit man damit rumjokelt. Kannst dir als Blaupause speichern, zerlegen und neu spawnen versuchen. Vielleicht hilft das. Dämliches Vieh. Habe ich mir schon fast gedacht, dass ich meine, diese Billigpads sind nicht dafür gedacht. Die sind schnell überfordert. Echt? Hat er die jetzt echt dazu eingeordnet? Wie geil. Der hebt auch damit nicht ab. Das ist ein KR. Nee. Nee, BG. Er hätte Mr. AP, also aufsteigen. Es ist glitchy in der Basis was zu bauen. Das weiß ich ja auch seit dem letzten Mal. Aber so glitchy? Da ist gar nichts. Null. Das ist wie festgefahren. Das gleiche wie du hast. Wir müssen den Server neu starten. Ich hab die Möhre jetzt abgerissen. Das ist das gleiche Problem wie du es hast. Wir müssen den Server neu starten. Das hatten wir beim letzten Mal auch. Wir müssen uns das jetzt merken. Ja, ich krieg auch die Raumschiffe nicht gestartet. Ich muss jetzt hier wieder schnell abreißen, bevor ich sterbe. Ja, und das Fahrzeug wird dann bleibt dann auch weg. Es ist jedes Mal, wenn du mit dem Ding unterwegs bist, stürzt irgendwas im Server ab und alle Antriebe funktionieren nicht mehr. Hatten wir beim letzten Mal genau das gleiche Spiel und du warst auch mit dem Ding unterwegs. Also wohl ein massiver Bug. So, ich bin raus. Wenn ich wiederkomme, sterbe ich. Ja, ihr kriegt mal kurz Schwarzbild, weil wenn ich das beende, wird die Körperkonsole gezeigt. Jedes Mal, das ist total dämlich mit klar, mit allem Schnickschnack. Ich krieg die nicht mal auf einem anderen Bildschirm. Ne, das UAC-Ding bleibt weg. Da stürzt irgendwas im Server ab. Beim letzten Mal war es auch das Ding. Stimmt's? Ich glaube ja. Hm, bleibt weg. Also auch nicht mehr als BP oder so. Ich habe jetzt das ganze Bodengleiter deswegen umgebaut und alles und ja. Ist toll. In so einem verbuggten Schiff. Also müssen wir beobachten, aber es ist das zweite Mal, du ziehst mit dem Schiff los und vorbei. Naja, funktioniert sofort wieder. Halt das Schiff ein, um euch zu zeigen. Ja, muss ich ausmachen. Hab die halbe Base abgerissen. Alles nur, weil so ein verbuggtes Schiff das Antriebssystem um den Server abstürzen lässt oder was auch immer das ist. Ist ja nicht mal verbuggtes Schiff, ist ja ein Original-Item, was im Spiel ist. Nee, es ist im Spiel gespawnt gewesen, das Schiffchen. Stand hier auf dem Planeten. Genau, destroyed.
Android UAC. Andi hat sich das aufgebaut. Ja. Das ist nicht das Problem, ne? Das ist dann echt das Spiel, was da einen neben sich am Laufen hat. Sonst, ja klar, wäre es ein alter Blueprint. Dann würde ich den erstmal ne, zerpflücken sozusagen, gucken, woran es liegt. Aber es ist ja ein Item, was im Game war. Ja, funktioniert perfekt. Gut. Wir hatten damals mein CV, ist beim Warpen aus dem Warp-Antrieb gekommen und wohl in den Ressourcen-Meteoren gekracht. Naja, Ende vom Lied. Mein großes Raumschiff wurde zu einem Meteor, der aus Zaskosium, Irestrum, Prometium und allem stand, alle Ressourcen, die mein Schiff geladen hatte. Daraus entstand dann der Asteroid. Meine ganzen angedockten Schiffe flogen um den Asteroiden rum. Mein großes Schiff war fertig, weg und bestand. War nur noch der Asteroid da, der diese Rohstoffe beinhaltete, die ich hatte. Du hast nur einmal den Bohrer angesetzt und hattest direkt 10.000, zum Beispiel Zaskosium in der Tasche. Das sind so ganz nette kleine Bugs, wo man sich sagt, ja geil, war damals auf dem Server. Aber ja, das ist halb so wild. Ich hab mir den dann Gott sei Dank noch aus der Endstabelle aus dem Becke abziehen können. Würde ich auch noch zwei rankriegen, ne? Ja, machen wir das doch. Das ist bloß in Ruhe, ihr Drecksviecher. Brauchst du einen Abholservice? Nein, ich bin jetzt im Loch, hab hinter mir zugemacht und baue jetzt ab. Musik ist wieder wie immer, nur Copyright Sounds, aber ich habe diesmal eine neue PL genommen, die ähnelt verdammt nochmal der Twitch-App. Doch, kriegen wir noch mehr Energie rein. Ich habe ja zum Glück meinen Motorrad noch bei. Ah, okay. Hilfe! Ah, nee. Ja, nee, okay, geht nicht da drauf. Dann muss ich mit der Drohne arbeiten. Hatte vor 5 Jahren noch eine Random-Karte. Bei Eintritt in den Planeten gab es doch immer die Partikeleffekte. Ist ein Problem für die Karte, okay? Na, ach so, jetzt nochmal. Nicht. Hatte vor 5 Jahren noch eine Radeon-Karte. Bei Eintritt in den Planeten gab es doch immer diese Partikeleffekte. Und damit jetzt Probleme für die Karte. Ach, echt? Ich habe bis vor kurzem auch nur AMD-Karten gehabt. Allerdings habe ich sehr, sehr, sehr lange R9 Toxic X gehabt. Wenig Probleme. Und Temperatur haben die ja immer schon zu viel gehabt. Das ist egal. Und Andi fährt auch AMD-Grafikkarte. Keine Probleme, so muss ich sagen. Ich habe sehr lange die R9er gehabt. Und dann wurde es halt zu schwach. Dann hatte ich diese neue Radeon RX irgendwas, die da rauskam. Und die war für
habe ich es zurückgeschickt und dann habe ich mir halt die anderen Hersteller gekauft. Beim Relock mit, das kenne ich auch, beim Planeteneintritt, Schiff weg, irgendwo anders gespawnt und man muss mit dem Jetpack landen. Die Chose kennt, glaube ich, jeder noch. Das war schlimm, da hast du recht. Ja, für die Ecke gebe ich doch klar. Aber so lasttechnisch, problemtechnisch hier, was MP hat. Nach einer bestimmten Zeit framet es zu, große Basen framen und ich habe hier echt einen Mörder-PC stehen. Hat MP immer noch wie eh und je. Das ist ein bisschen schade. Alter, wie viele Skorpione rennen hier rum? Du brauchst wirklich kein Taxi. Übergangszone zum Planeten. Festmeil, Eintritt zum Planeten, ca. 100. Ja, das kenne ich aber auch noch. Und dann kriegst du das Schiff sogar als Player meistens nicht aus dieser Übergangszone raus. Da habe ich schon einige Schiffe rausholen müssen. Im Admin, ne? Kannst du ja im GV, aber ansonsten. Die Chosen kenne ich auch noch. Blieb genau in der Grenze zum Übergang hängen. Als Spieler kamst du da gar nicht ran. Ich meine, ich habe Adi auch schon beim Wechsel vom Planeten in den Weltraum einfach verloren, hier in den neuen Versionen. Schwupps, war sie bei einem Asteroiden. Und da bloß vom Planeten hier kommt. Richtig, ja. Schwupp, war sie bei einem Ressourcen-Asteroiden, muss ich woanders abholen. Es ist so, das haben sie halt auch noch nicht im Griff. Ich glaube aber, dass das nie passieren wird bei der Komplexität des Spiels, könnte das ruhig daran liegen. Bei einem Planet habe ich zwei, drei Schiffe in der Runde. Wer kennt's nicht? Bin immer mit Admin rausgeholt. Ah, ist ja fies für die Spieler. Kackspinne. Ja, jetzt muss ich gucken, wie ich das hinkriege, dass ich das nicht zu weit öffnen muss und das Ding in den Garten fliegen kann. Werde es vielleicht einfach hier ein Räumchen erzeugen. Weil bei uns ist dann wieder Radio. Bei unserem Glück ist wieder radioaktiver Strom, Sturm, während ich das hier aufreiße. Richtig. Ein Hangar-Tor, ja. Wäre jetzt auch eine Möglichkeit gewesen. Aber für einmal reicht das hier. Aber dann hätte ich ja auch für den Tangator einbauen müssen, jetzt die Schleuse setzen müssen. Anni fragen, wie wir das am besten machen. Alles jetzt einmal. Ja, aber das wäre eine super Idee gewesen. Was ist los?
Soll ich dich doch abholen? Nein. Die Spinnen nerven mich hier. Du bist jetzt nur Ewigkeiten unterwegs für nix und wieder nix. Für dreimal sterben und so. Ich habe keine Todesmeldung gekriegt. Bin ich denn so dämlich auf den Augen? Also. Falls ich nochmal umbauen muss, ihr habt definitiv Schleuse rein. Oh ja. Ah, so haben wir zum Beispiel die Decke wieder ein schönes Stück weiter gezimmert. Das sollte jetzt lange genug halten. Ja, 168 Stunden, das ist okay. Gucken, ich weiß nur noch nicht, wo wir es hinstellen sollen. Ah, dann geht uns wenigstens nichts mehr kaputt. Ja, wir können jetzt noch einen Sleep-Modus-Schalter bauen, wo dann der ganze Quatsch automatisch abgeschaltet wird. Schützt trotzdem nicht davor, dass man den mal vergisst und die Base plötzlich stromlos ist. Ne, war in der Krankenstation, ich war schon richtig. Ah, hier hat's ja auch einen Radioaktivschildaufgang, cool. Nein, nimm doch die Null weg. Ja, ja, du Hunger, Hunger. Man braucht einen Futterungsautomaten, wo man hingeht und Futter ist voll. Wie die Medikammer, meinst du? Ja, Mann. Ja, wir haben auch die Notfallverpflegung, aber warum soll ich da jetzt rangehen? Nur weil es bequem ist? Kleine Sangatur wäre was, dreimal irgendwas. Es brüllt hier noch ein Albtraum rum. Du hast denn den aufgegabelt? Keine Ahnung. Du sollst nicht schlafen? So, jetzt ist der Kürbis auch fertig. Ich meine, wir sind schon lange wieder hier auf dem Planeten. Der Kürbis hätte auch schon fertig sein müssen. Gut, der Garten war im Sleep-Mode, ne? War wegen Strom weg. Wachstumsphase 3. Ah, die spucken auch bald aus. Orangen. Ich fand's früher schön mit den ganzen Planeten. Der Taipan-Mission und so. Jetzt gib mir doch die blöden Danke. Orangen. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Ah, hast du extra gemacht für... Ah, verstehe. Gereinigtes Wasser fehlt uns aktuell nur. Was haben wir hier rumliegen?
Ja, da sind Wassercontainer drin. Das ist so eine geheime Notreserve. Wir lagern immer irgendwie irgendwelche Notreserven in Kühlschränken. Ja, stimmt. Dino ein Topf und Dings da. Wie heißt sie hier? Ratatouille. Komm hier, wenn Andi von der Weltreise zurückkommt. Ein Ratatouille, ein Dino-Eintopf. Pizza will sie bestimmt auch. Die steht für Pizza. Weiß das. Kann er gleich hier lecker Schmecker essen. Mal gleich gucken, wohin. Aber dann geht uns nichts mehr flöten an Nahrung. Ist jetzt auch kein riesiger Akt, das mal eben umzuladen. Finde ich jetzt. Weil man stellt ihn hier auf die Kante. Vielleicht sogar was schlauer. Moin, Talons. Du sollst kein Kaffeekränzchen mit denen halten. Reicht nicht, ich bin eigentlich vorbeigefahren. Wollen die loswerden? Schrei die an oder so. Reicht doch, wenn die schreien. Das war ein kurzes Intermezzo. Die halben Blöcke sind die vollen Hitboxen, das ist fies, ey. Aber selbst nur zum Durchkommen, ich will ja nicht andocken, was ist denn da los? Nö. Durch. Das haben sie aber verschlimmbessert. Das ging mal gut. Oder hänge ich am Cockpit? Nö. Das ging mal gut. Tatsache. Ah. Wir gucken mal. Okay. Ich glaube, das ist hier gar nicht mal schlecht.
bleibt nur nicht sauber auf dem Boden. Ja, neu sortieren. Brauche ich zwar jetzt nicht, weil ich die abgebaut habe, aber generell. Ja, ist doch in Ordnung. Jetzt eine Betriebsbereitschaft von 244 Stunden. Das ist doch in Ordnung. Reserve-Energy. Ente. Sieht nicht schlecht aus. SSE. Auch Futter passt nicht. Gut würde passen, wir sind aber Deutsche, also kommt da nichts drauf. Er baut ja immer noch Büchsen. Der Schlumpf. Holla. Ja, wir sind wieder dabei. Dann können wir ja gleich los. Jo. Unser Futter ist gesaved. Also für etwas über 200 Stunden. Paprikas sind fertig. Gibt's noch mehr Gemüse? Ach du grüne Wachstasche. Na gut. Ich habe vorhin mal, weil wir gereist sind, mal kurz auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Hier läuft es schon seit 3 Stunden mit. Na bitte, läuft doch. Aha. Ja, hatte ich auf dem neuen System noch nicht ausprobiert. 1080 streamen und 1440 gleichzeitig aufnehmen. Vor allem gerne hosten. Ja. Ja gut, das ist nicht allzu. Ja, ist nur RAM-intensiv, aber da habe ich ja jetzt mittlerweile auch genug. Die ersten Tommys sind auch unterwegs. Oh, lass ich mal laufen. Was ist Tommys? Tomatus. Achso. Es gab jetzt nur 54 Früchte, aber 54 Früchte sind 54 Früchte.